Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Vorschau Nummer 2 von Woodland Empire. Ja, letztes Mal haben wir die ganzen Tutorials durchgemacht. Jetzt wollen wir ein Szenario machen. Wildfire, würde ich sagen, wird das sein. Und nach dem Intro schauen wir uns dann das an, wie das geht, ne? Bis gleich. So, dann steigen wir mal hier in Wildfire ein. Da wird es ja wahrscheinlich so sein, dass da überall Feuer sind. Und dann müssen wir gucken, dass wir unsere Vegetation so hinkriegen, dass es nicht mehr passiert. Grow a forest of 250 major canopy trees. Okay. Our changing grazing patterns have left the forest floor full of flammable matter. Also es ist hier voll brennbarer Boden. Und immer wieder kommen Feuer daher, die ausbrechen. Die Lightning Strikes and other natural events. Also durch Naturereignisse kommen Feuer und trocknet Bäume brennen natürlich auch ab. Und wir brauchen Major Canopy Ecosystem. Wir haben nicht so viel Regen zur verfügbar, wie wir uns das wünschen. Und dann werden auch noch die Jahreszeiten uns den Boden erschweren. Okay, dann würde ich sagen, was haben wir hier? Nix. Ja, das ist erstmal hier zack, 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 zack. Ein bisschen von dem Grünzeug brauchen wir immer, oder wie war das? Wenn wir das Grünzeug haben, können wir hier andere Bäume machen. Intermediate Species. Keine Ahnung, was das für Bäume sind. Wäre es denn sinnig, erstmal eine kleine Ecke zu machen, wo das kommt? Was ist diese Canopy Trees? Dann machen wir mal die Black Oak. Wachsen die jetzt? Und ich mache mal ein Pärchen von unseren Dingens hier. Wie heißt sie? Eichhörnchen. Ah, die Bäume kommen schon, ne? Wie sieht's denn hier aus? Wachstum steigt, Regen ist genug. Hat Sonne. Ja, läuft doch alles, oder? Dieser Wind ist noch da, okay. Wind brauchen wir aber eigentlich eher weniger, weil der würde uns auch gleichzeitig noch, sag schon, hier fehlt es uns jetzt, das müssen wir mehr kriegen. Wie kriegen wir denn das mehr? Das ist das Grünzeug, das geht hier Harmony. Resilience, wie kommt Resilience? Gerade gar nicht. Machen wir noch ein Pärchen Eichhörnchen mehr. Gucken wir mal, wie das Auswirkungen hat. Ich glaube, das war so, oder? Wenn die sich vermehren. Ja, da ist auf jeden Fall was passiert. Aber ob das jetzt das ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir das. Okay, da geht gerade nichts. Okay, wir haben 15 Bäume davon, die wir haben müssen. Aber wir könnten ja noch mal hier so zwei Hirsche machen, oder? Die bringt's doch bestimmt auch, oder? Ach, Feuer gibt's auch, dass das dann kommt. Okay, also wir müssen... Ja, und sterben und sowas ist, also das ist ja okay. Dünger gibt's dadurch. Okay, hier wird immer wieder was abgeworfen von den wachsenden Pflanzen. Und dann wachsen die auch wieder, oder? Die beiden laufen ja lustig da paarweise durch die Gegend, ne? Jetzt kriegen wir hier wieder, weil das abbrennt. Ah, die Kaninchen, sage ich schon. Die Eichhörnchen haben sich gerade vermehrt. Hier ist es gerade schlecht mit Regen. Machen wir mal das. Vielleicht haben wir Glück. Ja, Feuer ist aus. 20 Bäume haben wir jetzt hier. Die müssten aber mal ein bisschen wachsen, ne? Wie sieht es denn so happiness-mäßig aus? Regen haben sie genug. Diese auch.
Ja, Feuchtigkeit ist gut, aber es kommt jetzt gerade der Winter, wie wir sehen, es ist weiß. Okay, die 20 Bäume müssen mehr werden, ne? Was war jetzt hier passiert gerade? Oh, da haben wir jetzt gerade genug Resilienz. Stopp mal. Zack. Gut, da passiert vielleicht was mit. Vielleicht auch nicht. Doch, sie wachsen. Sieht erstmal gut aus, oder? Da waren Eichhörnchen am Schlafen. Die haben gerade Liebe gemacht. Da auch, da auch. Das heißt, die kriegen Nachwuchs. Achtzehn Bäume haben wir gerade erst. Können aber noch was pflanzen. Okay, da haben wir jetzt noch ein paar zugesetzt. 17. Regen. Ah, jetzt ist ja gerade Winter, aber dann wird es schneien, ne? Also das ist gut. Wachstum ist natürlich gestoppt, ist auch klar. Aber hier sieht es jetzt gerade nicht so aus, als ob wir viele Bäume haben, ne? Kann ich nicht anklicken, das, was ich da gepflanzt habe. Okay, hier sind bei den Longleaf Pine sieht's gut aus. Ach so, ich muss das näher an einer anderen Pflanze machen, damit das so ist. Okay, da ist jetzt das Eis weg. Jetzt wird's Frühling, ja. Und da sind schon die ersten Tiere auf altersbedingter Basis gestorben. Die Hirsche sind noch zwei, oder? Vielleicht paaren die sich ja auch mal, aber ich will da jetzt auch nicht zu viele reinsetzen, oder doch? Hier sind sogar mehrere. Eins, zwei und hier unten ist einer, da haben die schon Nachwuchs gekriegt. Dann sind schon drei. Okay, Wachstum ist da. 23. Also ich krieg gerade nicht genug Harmonie. Also da muss ich auch noch machen. Da links ist, rechts ist wieder ein Feuer. Ist aber relativ zügig weg. Hirsche sind jetzt schon ein paar mehr da. Ja. Ein Bison. Ich mach mal zwei da rein. Kenne ich noch nicht, hatten wir noch nicht. Mal schauen, was die machen. Für die müssen wir natürlich wahrscheinlich hier gepflegt Gras haben, ne? Der Staubsauger der Nation oder so. Da war wieder ein kleines Feuer gerade, aber ist schon weg. Kriegen wir hier noch schwarze Eichen weitere? Ah, ist wieder ein Feuer. Wird relativ schnell groß. Zwei Flammen sind das angeblich, aber er ist auch schnell weg. Da oben ist jetzt was ausgebrochen. Okay, die wachsen, das ist schon mal gut. Ja, wo Bäume sind, ist Schatten. Wo Schatten ist, ist kein Feuer, oder wie war das? Mischwald ist auch immer gut, oder wie war das? Aber wir haben nicht genug Zeug von dem. Okay. Wo sind die Bisons? Einer ist da. Keine Ahnung, wo der andere ist. Da. Sind erstmal glücklich. Hoffe ich. Die sind ja schon groß hier, ne? War da gerade ein Feuer? Die beiden sind am Schlafen. Unsere Eichhörnchen sind sich am Vermehren, glaube ich. Das sind schon ein paar mehr auf jeden Fall geworden. Was haben wir hier? Eine Windhose oder was ist das? Ah, das weiß ich auch nicht mehr. Das war im Tutorial auch drin, ne?
Jetzt haben wir hier Feuer, das ist schlecht. Aber ist weg. Können wir ein bisschen Regen machen, oder? Zweimal, das reicht erstmal. Hier oben sehen wir, was wir haben, ne? 67 Bäume, aber 33 davon sind nur die wichtigen. Haben wir hier noch ein paar von denen dahin. So, das reicht erstmal. Jetzt nehmen wir die anderen wieder auf. Black Oak. Geht keiner mehr. Wir hoffen, dass die jetzt wachsen. Hier liegt einer. Vielleicht kommt ja ein Baum raus. Weg ist er. Oh, der ist gerade von dem runtergefallen, glaube ich, oder? Das war eine Frucht schon. 39, hier ist gerade Feuer, doof. Es wird auch gerade Herbst. Wir verlieren die Farben. Da hinten ist auch noch ein Feuer. Ich hoffe, die Bäume bleiben ein paar wenigstens stehen. Nein, wir brennen alle. So ein Shit. Ey, mach du doch mal was. Ja. Das waren schon die schönsten, die wir hatten, ne? Kommen hier Bäume oder nicht? Ja, einer, zwei. Ja, sind ein paar mehr gekommen. Wir hoffen, dass das funktioniert hier jetzt. Dass die wieder wachsen. Der ist ja schön groß. Sieht erstmal gut aus, was hier läuft, oder? Ich hoffe, wir kriegen nicht zu viele Eichhörnchen hier hin. Müssen wir da wen anders holen. Da müssten wir hier diese Cardinals. Ach so, die machen, die verteilen tatsächlich die Samen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Dann nehmen wir die doch, oder? Pärchen haben wir. Da ist wieder Feuer. Die fressen am meisten die Seeds, Grass und Young Trees, Eating Plants, Grass. Ach so, wenn die das... Ah, die bringen uns hier auch... Oh, wir haben 5000. Das heißt, wir müssen schnellstens hier was pflanzen. Und mal eine andere machen. Und jetzt können wir diese hier noch machen. Schwarze Eiche. Schwarzeiche. Jetzt haben wir natürlich Dingens. Wie heißt es? Winter. Wird wahrscheinlich nicht so ganz so viel bringen. Tornado Fertilizer. Okay. Will ich jetzt nicht machen, das da. Wir haben schon 100 Bäume. Das ist nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ja, jetzt muss der Frühling kommen. Winter ist leer rum. Denke ich. Ah, da fliegt jetzt sowieso nichts durch die Gegend, oder? Hier haben wir ein paar schöne große Bäume. Das hier für einer. Okay, Helm. Hier haben wir das Feuer. Ugh. Geh weg, Feuer. Will ich jetzt nicht. Dreier weg. Da sind schon die Schneeglöckchen, ne? Kann das sein? Oh, wir kriegen hier kardinäle Nachwuchs. Zwei sind gerade in Liebe verfallen. Da oben war auch ein kleines Feuer gerade. Aber wir haben wieder hier Dingens, sag schon.
Nächste, ach, den hatten wir gerade. Ash. Ja, das muss jetzt nicht abbrennen da, ne? Okay, da haben wir jetzt hier nicht genug. Jetzt kommt der Frühling. Jetzt wird alles grün. Ah, guck mal, wir haben auch zwei Bisons nachgewachsen. Ah, da oben ist auch noch einer. Fünf also. Ah, jetzt ist hier wieder Feuer. Aber ist weg und wir haben 107 Bäume. Das ist nicht schlecht. Aber ich würde mal sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in Vorschau Nummer 3 dann bei Woodlands Empire. Bis dann. Ciao.